Hallo zusammen. So, ich zeige euch gerne heute eine Detlef Globetrotter XLI. Ja, ich zeige euch gleich, ich erkläre euch, was haben wir hier gebaut und so weiter, und danach ich zeige ihn euch. Aber erstes Mal, ich möchte gerne bei dem Götz nochmal danke, da er sagt immer Sache, zu den Leuten, lass sie lernen in Ruhe und so weiter und so fort. Danke schon, Götz. Und noch eine Danke für deinen Tipp. Ja, ich habe auch hier dieses Gerät, was du hast, aber die alte, ja, noch die alte für Computer. So, ich habe dein Video gesehen. Ja, du musst immer so mit Laptops dabei sein. Und ich habe deine Filme gesehen, wo hast du deine neuen Geräte gekauft mit Stick, mit USB. Besser, danke schön. So, ich versuche auch eine zu kaufen, weil wie du gesagt hast, muss man so immer etwas haben in seiner Werkstatt. So, jetzt gehen wir und sprechen wir über diese schöne Detlef. Detlef Globetrotter XLI. Was hat der gekriegt? Haben wir auf dem Dach drei Module. A120, so insgesamt 360 Watt haben wir da gebaut. Aber was haben wir hier besonders gemacht? Der Mann sagt zu mir, ich möchte gerne noch mit drei in Zukunft erweitern. Aber ich möchte gerne keine zweite Kreis, sondern alle sechs zusammen. Kein Thema. Dann, was haben wir hier gemacht? Haben wir direkt vom Anfang eine große MPPT von Victron, 50 Ampere genommen und dickere Kabel, die sind von oben nach unten zum Batterie. Und in dem Moment, der Mann kommt zurück und sagt, jetzt möchte ich gerne noch 2, 3, 4 Module, dann nehmen wir einfach die Dose, die Module bauen wir auf dem Dach und wir gehen in diese Dose und fertig. Der Rest ist schon gemacht. Ja, einmal. Dann haben wir eine große Wechselrichter Multiplus 12 3120 oder 100 oder 120, muss ich noch mal gucken, von Victron dahinten gebaut und klar die entsprechende Batteriekapazität, und zwar 2x 200 Amperestunde Liontron, ja, so insgesamt der Mann hat 400 Amperestunde, mehr hätte sowieso nicht da gepasst, wie gesagt, ich zeige euch. So, dann ich glaube, ich fange an, alles zu zeigen, weil ich glaube, habe ich euch alles erklärt. Ich nehme ein kleines Licht, ja, meine andere Kamera mit Licht muss ich gucken, ab und zu laden. So, dann gucken wir hier, wie gesagt, der schöne Detlef, ja, auf drei Achse, Fiat-Basis. So, guck mal hier. Dann gehen wir jetzt rein und ich zeige euch, hier haben wir den Wechselrichter, der Multiplus Display und Control, hier haben wir gebaut, hier kommt diese unten und fertig. Die Klima, Truma Aventa, haben wir auch über den Wechselrichter und haben wir früher probiert und funktioniert wunderbar. Ja? Nicht alle die Wechselrichter funktioniert, nicht die Truma funktioniert nicht mit alle die Wechselrichter sozusagen. So, guck mal hier, hier haben wir der Multiplus gebaut. Warte, jetzt. Multiplus hier haben wir gebaut, ja, in diese Ecke und dann hier die zwei Liontron A200 Amperestunden. Wie gesagt, mehr Platz hätten wir sowieso nicht. Da haben wir der, wie habe ich euch gesagt, der MPPT 50 Amperestunden. Hier waren die alte Warta. Dann hier kommt noch dieser Schutz und dann eine links, eine rechts. Ja, so ungefähr machen wir gleich und dann sieht man gar nichts hier. Ja, so, jetzt, ich brauche kein Licht mehr, lasse ich einfach hier
Und dann gehen wir auf dem Dach und gucken wir da. Dieses Auto ist groß genug. Wie gesagt, jetzt haben wir nur drei Module und zwar alle drei hier hinten. Aber dann gibt es noch Platz für sechs Module auf jeden Fall. So drei links und drei rechts. Ja, erstes Mal, der Mann möchte gerne so probieren und im Notfall dann konnten wir nachrüsten. Kein Problem. Alles ist vorbereitet da. Müssen wir nur die drei Module bauen und fertig. So Leute, dann das war's für heute. Ich sage euch wie immer alles Gute, bleibt gesund. Wir warten auf diese Geschichte mit, wir haben noch 10 Tage. Die haben gesagt, dass bis 25. die sagen uns etwas. Ja, Götz hatte auch gestern in seinem Film gesehen, gesagt, wo es kann gut sein, kannst du zumachen, ja. Es kann gut sein, dass im Februar kriegen wir einen total Lockdown. Naja, wenn muss, muss. Was konnten wir machen? Gar nichts. Ja, in der Fall, die so etwas passiert, dann schade für die Leute, die haben schon im Februar einen Termin. Wir hoffen, das ist nicht so, aber in der Fall, wir müssen gucken, wie konnten wir alles nochmal einen neuen Termin machen. Ja? Auf jeden Fall machen wir das. Ja? Ja, total Lockdown. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet überhaupt. Ja? Wir dürfen gar nichts auf der Straße. Wir bleiben mindestens die Lebensmittel eröffnen, wo könnten wir Essen kaufen und so weiter. Oder was bedeutet eigentlich total Lockdown? Ja? Oder wie dürfen wir in Frankreich, Italien und so weiter, habe ich gehört, du musst dich anmelden beim Rewe als Beispiel jetzt und dann kriegst du einen Termin von 13 Uhr bis 13.30 Uhr darfst du da gehen und kaufen. Ja? Wenn du hast das nicht geschafft in 30 Minuten, dann Pech, musst du einen anderen Termin machen. Keine Ahnung, wahrscheinlich bist du spät oder hast du irgendwo nicht geschafft, in dieser Zeit da zu sein, musst du einen neuen Termin machen. Ja, ich habe keine Ahnung, was total Lockdown bedeutet. Ich hoffe, dass wir kriegen das nicht. Ich glaube auch, viele von euch hoffen auch so oder alles. Andere sagen, dass wahrscheinlich ist nötig so etwas. Keine Ahnung, wir gucken. Auf jeden Fall, bis dann, bis wir etwas hören, bleibt ihr sowieso gesund. Bis dann und danach auch. Und abonniert meinen Kanal und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Alles Gute. Ciao, ciao.